Willkommen zurück bei Kona, Leute. Wir sind immer noch in dem Haus der Erdkatholiken hier. Aber nicht mehr lange. Ich würde mal sagen, wir gucken uns hier außerhalb mal noch ein bisschen um. Solche Aktionen wie zum Beispiel Wasser trinken, wenn es notwendig ist, mache ich denn auf Cam, habe ich jetzt zum Beispiel gemacht. Weil da stand ich am Wasserhahn und habe gesehen, dass der Geisteszustand ein bisschen runter war. Wie gesagt, die komplette Bedeutung davon habe ich eh noch nicht erfasst. Schon wieder Wölfe. Wölfe lassen wir auch mal Wölfe sein. Gar nicht so weit weg vom Haus. Will nicht erfrieren. Hab ich keinen Bock drauf. Können wir dann nochmal Holz mitnehmen? Ja. Inventar ist voll. Ich glaube, ich sollte mal ein bisschen ausmisten. Werden wir mal tun. Kann ja nichts mehr mitnehmen. Das ist ein bisschen doof. Weil ich dann nicht mal mehr Holz zum Heizen mitnehmen kann, ist das nicht so prall. Auf was können wir denn verzichten? Streichholz aber auch unbedingt. Ich lass Zigaretten da. Das ist kein Witz jetzt. Dann, wir haben ein... Ja, lassen wir mal den einzelnen Koffer da. Das ist Schmerzmittel. Ach, das ist Anzünder. Ich habe gedacht, das ist Schmerzmittel. Na gut. So könnten wir es aber trotzdem lassen. Dann gucken wir nämlich nochmal in die Garage. Nicht gewusst, dass wir noch drei Holzscheite dabei haben. Das. An aging car was parked here. Carl could picture the notary's heavy sedan with a huge backseat large enough to fit the whole family. Okay. Er kombiniert da immer was vor sich hin. Da ist nochmal, was ist denn das? Flasche Bier. Ist nicht so die Bedeutung. Okay, dann würde ich sagen, wir schnappen uns mal das Auto. Und dann geht es zur nächsten Hütte. Wenn wir die untersucht haben, eine Karte raus. Wenn wir die nächste kleine Hütte da untersucht haben, dann geht das mal zu den Bears oder Blairs oder wie die hießen. Und dann fangen wir mal die Suche nach dem verlorenen Schlüssel an. Jetzt wird es gleich wieder laden. Ein Stück ist es noch. Ich habe aber Angst, dass ich vorbeischrote. Hier, stopp mal. Gehen kurz an den Briefkasten. Brief an Wilfred. Sehr geehrter Mr. Roy, ich schreibe Ihnen, weil mich mein Gewissen plagt. Vor kurzem sind Martin und ich in der Nähe Ihres Hauses spazieren gegangen. Dabei haben wir bemerkt, dass die Tür zu Ihrer Laube offen stand. Ich wollte, dass wir weitergehen, aber Martin ist ein kleiner Draufgänger. Er hat ein paar Sachen aus Ihrer Laube eingesteckt, darunter auch Munition. Vater hat mir gesagt, dass ich nie mit so etwas spielen soll. Deswegen habe ich die Munition sofort zurückgelegt. Aber die anderen Sachen hat Martin versteckt. Mir tut das alles sehr leid, Mr. Roy. Aber ich hoffe, Sie rufen deswegen nicht gleich die Polizei. Das werden Sie doch nicht tun, oder? Vater wäre so böse mit mir. Ich werde Ihnen all die Sachen zurückbringen. Versprochen. Marie Bedard. Okay. Gut. Das nenne ich mal ein Hausnummernschild, dass man nicht vorbeifährt. Das ist super. Ich
Gucken wir mal, ob wir bei dem in der Hütte irgendwas Interessantes entdecken können. Munition hört sich schon mal gut an. Das finde ich eher nicht so gut. Na komm, danke. Das lässt hier auch eine Laube stehen, sagen sie. Also das scheint erstmal das Haupthaus zu sein. Okay, da haben wir keinen Schlüssel. Ich will da wieder hoch. Danke. Ich guck mal ganz kurz auf die Karte, ob da jetzt vielleicht die Laube markiert ist oder sowas. Nö. Ja, vielleicht ist hier auch bloß ein Anbau. Das ist keine Laube, das ist eine Hundenhütte. Aber ich sehe auch keine Laube. Wusa! Entschuldigung. Ein fetter Nieser. Auch wieder Wolfsspuren, aber die führen tatsächlich weg. Ich will nicht so weit raus. It was so cold. Already Carl did not feel his toes anymore. Ah, ist okay, ist okay, okay, okay. Wir gehen ja rein. Wenn es geht, heißt es. Das ist ein Zettel. Wir sind geflohen. Es wurde zu gefährlich. In Nordmanlastan leben mehr Menschen. Dort ist es bestimmt sicherer. Gerroy. Es geht auf. Sehr schön. Gucken wir hier noch rein. Hallo. Eine leere Flasche, die ich mitnehmen kann. Gut. It was a classic Canadian house. Except for the absent horde of kids that would normally be swarming about. Erstmal Feuer, ne? Da. Das ist der Ofen. Wenn er meckert, oh ja, ist schon ganz schön runtergegangen. Dann gucken wir mal, dass wir uns Licht machen. Sehr schön. Jetzt ist alles fein. Ein Schachspiel? Just one more move and White is checkmated. Okay. Game over. It seems the game was abandoned right before the final strike came down. Wir haben wieder Holz dabei. Und was ist das? Fantasie Teil 1. Auf der Liste der Dinge, die Mathieu in seinem Leben ausprobiert hatte, fehlte der Eintrag Mord noch. Er genoss es, neue Erfahrungen zu sammeln, vor allem die besonders aufregenden hatten es ihm angetan. Und einen Menschen das Leben zu nehmen, einer echten Person aus Fleisch und Blut, die davor noch fühlen, denken, träumen, fantasieren, lesen, sprechen konnte, das versprach eine der aufregendsten Erfahrungen zu werden, die er sich vorstellen konnte. Aber ihm ging es nicht darum, wie Raskolnikow irgendeine krude Theorie zu beweisen, indem er einer alten Frau den Schädel einschlug. Nein, nicht im geringsten. Mathieu wollte nur wissen, wie sich das Töten anfühlt. So einfach war das. So erschreckend einfach. Er hatte sich kein besonderes Opfer ausgesucht. Wie auch die meisten anderen Menschen waren seine Wünsche nicht besonders zielgerichtet. Daher hatte er nur eine vage Vorstellung von der ganzen Sache. Er wollte ein Gewehr verwenden oder ein Messer. Ein junges Mädchen töten oder einen alten Mann. Schließlich versuchte er sich auf die Durchführbarkeit der Tat zu konzentrieren. Das Opfer musste relativ schwach und wehrlos sein, denn Mathieu war nicht gerade ein Kraftprotz. Er würde zwar spontan handeln müssen, dürfte aber auch nicht übertreiben. Schließlich hatte er keine große Lust herauszufinden, wie sich ein Leben hinter Gittern bis am Ende aller Tage anfühlen würde. Manche Erfahrungen sind es doch nicht wert. Okay, sie sind alle ein bisschen Panne hier. Könnte man sagen, total krank. Das ist nix. Okay. Nein. Was ist das? Komm. Streichhölzer. Gut.
Da haben wir nochmal Wasser. Nicht. Nichts Interessantes, okay. Vielleicht im Kühlschrank. Nee. The couple radiated something akin to lightheartedness, to freedom. Okay. Perhaps some people out there truly found a way to live happily ever after. A picture of Wilfred in his youth. Carl figured right away that the man must have been some kind of wildlife officer. Uh-huh. Dann macht es sogar Sinn, dass der ein Gewehr hatte. The photograph was snapped not too far from here, Carl noticed. The couple seemed to be very good friends. Mhm. Naja gut, kommst hier sowieso den anderen Leuten nicht aus in so einem kleinen Nest. Und dass die ein Gewehr haben, lese ich mir gleich durch, dass die ein Gewehr haben, ist ja auch mehr als verständlich. Haben wir wahrscheinlich auch keinen Empfang? Nee. Bärenwölfe. Ihr wisst, was ich meine. Lesen wir uns das Ding doch mal durch. Ach du Scheiße. Als ich Mathieu zum ersten Mal mit Beatrice traf, erzählte sie ihm unerwarteterweise sofort von ihren alten und neuen Sorgen. Sie war im Alter von 4 Jahren adoptiert worden und der Gedanke an ihr früheres Leben schmerzte sie immer noch. Sie konnte so gut Klavier spielen, dass die Leute dachten, sie müsste von einem wahren Klaviervirtuosen abstammen. Vor dem Einschlafen weinte sie immer, geplagt von fürchterlichen inneren Schmerzen, die sich nicht erklären konnten. Sie vertraute sich Mathieu so umfassend an, dass dieser nicht genug davon bekommen konnte. Er kehrte jeden Abend zu ihr zurück, um alle Details ihrer Existenz aufzusaugen, bevor sie ihren letzten Atemzug machen würde. Jeden Abend dachte er darüber nach, was genau die Menschheit mit dem Tod von Beatrice verlieren würde. Den Klang ihres Weins etwa oder den ihrer Klaviermelodien. Das zwanghafte Tippen mit dem Zeigefinger gegen die Schläfe, wenn sie im finsteren Gedanken versank oder jede andere Kleinigkeit, es machte keinen Unterschied. Alles würde unrettbar ausgelöscht werden, ausnahmslos alles. Die Gedanken erregten Mathieu und eigentlich konnte er es nicht abwarten, den finalen Akt seines Planes einzuläuten. Aber aus den Tagen der Zweisamkeit wurden Wochen und ehe er sich's versah, war irgendwann Mathieu an der Reihe. Beatrice von seinen Geheimnissen, seinen Hoffnungen, seinen Sehnsüchten zu erzählen. Am Ende des Monats wird sie sterben, versprach er sich. Er ist schon krank, der Typ. Ich denke mal, das sind denn hier die zweiten. Hätte ich vielleicht zuerst lesen sollen. Nee, es sind die vierten. Auch nach 7 Monaten jedoch war es zu keinem Mord gekommen. Die beiden Turteltöpfchen redeten weiterhin an mehreren Tagen die Woche über ihre Ängste und Wünsche. Den Menschen in der Gegend fiel ihre Nähe zueinander auf und irgendwann kam Mathieu die Gerichte und Tuscheleien der Leute zu Ohren. Dies zwang ihn dazu, sich als echter Gentleman zu beweisen. Er musste um die Hand von Beatrice anhalten. Später würde er genug Zeit haben, sie umzubringen. Alter, ist das Panne. Ist das richtig krank? Wenn Mathieu heute auf die Zimmerdecke starrt, wie er sich vor 20 Jahren schon getan hatte, fragt er sich immer noch, was er genau er der Menschheit wegnehmen würde, wenn er Beatrice die Kehle aufschlitze. Was genau seinen Kindern fehlen würde und dann ganz als ob ihm seine makabre Fantasie beruhigt hätte, schläft er mit einem leisen Lächeln auf den Lippen langsam ein. Also wie Panne ist denn das? Er sucht sich ein Opfer raus, was er töten will und sucht so dermaßen die Nähe, dass er denn die heiratet und trotzdem immer noch weiter die Fantasien hat. Das ist ja so Panne. Not a single weapon was left. All of them were gone. Was schade ist, was haben wir da? Munition. Gewehrmunition, Jagdgewehr. Ist nichts drin. Nichts drin, oder? Nee. Dann gehen wir mal da rein. Das Schlafzimmer. Konapoli, sehr schön. Wer über losgeht, gewinnt. Das ist nice, schöne Anspielung auf Monopoly, gefällt mir richtig gut. Ich hoffe, das sind die zweiten.
ungefähr in dieser Zeit lief ihm Beatrice über den Weg. Also das ist dann im Prinzip das, wo er sie kennengelernt hat. Aber wir haben ja schon festgestellt, darum lese ich das nicht weiter durch. Wir haben ja schon festgestellt, dass er sich so nah zu ihr gefühlt hat, dass sie sogar geheiratet haben. Das ist so krank eigentlich, Leute. Das Bad mache ich noch in diesem Part. Da ist bloß nichts drin. Doch, Schmerzmittel. Sehr schön. Wenigstens was, Leute. Das ist schon... Das ist mal richtig krank, finde ich. Da habe ich irgendwie... Da fehlt mir nicht nur das Verständnis. Das kann ich in keinster Weise nachvollziehen, wie man da so weit gehen kann. Dass man denjenigen, den man eigentlich plant umzubringen, sogar dann heiratet. Um denjenigen noch näher zu sein. Um den noch mehr... Nee, das ist... Will mir nicht in den Kopf. Tut mir leid. Also das Spiel ist sehr, sehr tiefgründig, muss ich sagen. Wie tiefgründig das ist, erfahren wir dann aber allerdings im nächsten Part. Ich sage an dieser Stelle, ich danke euch fürs Zusehen. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.